Jo, meine Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Roomtour. Wir sind ja vor kurzem nach Frankfurt umgezogen und wir haben uns gedacht, wir machen heute mal eine dicke Roomtour, zeigen euch alles, zeigen euch das Haus, wie wir so leben. Und ja, als allererstes befinden wir uns in der Küche. Ihr seht es ja schon, es ist eine weiße Küche mit so einer Anthrazit-Arbeitsfläche, alles ziemlich modern gehalten, ultra viele Staumöglichkeiten. Hier haben wir einen Induktionsherd mit einer schwarzen Abzugshaube, die ein bisschen futuristischer aussieht, sage ich mal. Also ist halt schon ein bisschen stylischer. Wir sind sehr glücklich mit der Küche, freuen uns total, dass das jetzt alles geklappt hat. Wir hatten am Anfang ein bisschen Probleme mit dem ganzen Einbau, mit dem Liefern, mit dem Aufbauen. Aber jetzt steht die Küche, wir sind happy, wir können jetzt hier kochen und ist einfach mega nice. Also wir freuen uns drüber. Hier sieht man noch ein schwarzmattes Waschbecken mit so einem Wasserhahn, den man halt so ausziehen kann. Ist auch ziemlich fresh. Ist ziemlich nice, der ist ein bisschen zu hoch, also wir kriegen das Fenster nicht ganz auf, aber das stört uns nicht, weil wir haben sowieso Katzen und die würden dann rausspringen. Hier müssen wir noch zwei Sachen fixen, und zwar haben wir hier oben so ein Abzugsrohr, das müssen wir noch connecten, und hier sieht man, dass noch nicht gestrichen wurde, aber dafür haben wir schon jemanden kontaktiert, der das Ganze machen wird. Dann haben wir noch so einen Hochschrank, ist ziemlich fresh, weil hier ist eine Mikrowelle und ein Backofen und da braucht man sich halt nicht immer bis nach unten bücken, ihr kennt das ja. Dann haben wir das direkt auf die Höhe gemacht und ja, ist ziemlich nice. Und ihr seht übrigens, wir haben 1.07 Uhr nachts, wo wir gerade die Roomtour hier drehen. Ja, dann kommen wir in den Flur. Das ist übrigens einer unserer zwei Kater, das ist der Hardy. Wir haben noch den Oscar und dann haben wir noch den Hund, den Sam, den werdet ihr bestimmt auch noch sehen, den Psycho. Hier haben wir einen großen Spiegel, dass man beim Rausgehen einfach nochmal checken kann, ob alles cool ist und ob alles sitzt. Hier haben wir so einen Schuhschrank, also ein paar Fächern, wo dann Gäste auch ihre Schuhe reinstellen können und so, ein bisschen was zum Ablegen. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Gäste-WC, und zwar kann man hier halt auf Toilette gehen, auch nochmal eine Wurst wegstellen, wenn man gerade Bock drauf hat. Hier hat man dann eine Garderobe, da kann man halt so ein bisschen Stuff dranhängen, da brauche ich ja nicht so viel zu sagen. Und dann kommen wir eigentlich schon in unseren Wohnbereich. Und hier seht ihr, wie gesagt, Sam, das ist der Hund, das ist so sein Platz, da kann er liegen und er weiß gerade gar nicht, was abgeht. Es wird über mich gesprochen. Dann haben wir hier unseren Esstisch mit so einer richtig geilen Hängelampe, die halt einfach so über dem Tisch drüber hängt. Da ist eine Philips HE-Lampe drin, das heißt, man kann das Licht einfach im Grunde einstellen, ein bisschen von der Farbe ändern und so weiter und so fort. Das ist ziemlich geil, wenn man abends hier chillt mit ein paar Freunden, kann man das halt dimmen und so, das ist ganz cool. Und dann haben wir hier halt unseren Wohnzimmertisch, den finde ich übel stylisch, also ich finde die Beine halt einfach total geil, der sieht richtig gut aus, ich mag den Holz, diesen Farbton. Ich kann da nicht so viel zu sagen, aber meine Freundin, die wird wahrscheinlich wieder sagen, hast du wieder alles falsch gesagt, deswegen sage ich nichts, ich sage einfach nur, der sieht gut aus. Hier haben wir ein Regal, wo wir so ein bisschen Deko-Zeug drin haben, ein paar Bilder, ein bisschen Private-Stuff und sowas. Dann hier eine Couch mit einer Freundin, hier oben sieht man übrigens auch richtig geile Deckenstrahler, die halt im Grunde diese Ecke so ein bisschen ausleuchten. Und eine Lampe, die über der Couch drüber hängt. Und hier ist auch eine Philips HE-Lampe drin, das heißt, man kann diese beiden Lampen aufeinander abstimmen. Dann haben wir hier noch so ein bisschen Deko-Zeug halt. Eine sehr große Fenster bzw. Türen, wo man halt rausgehen kann in den Garten. Den zeigen wir euch nicht aus Sicherheitsgründen, sage ich mal, weil der ein oder andere vielleicht sonst mal irgendwo vor der Tür steht. Und ja, dann haben wir hier noch unser Herzstück. Ich denke mal, das interessiert ja viele, im 65-Zoll-Monitor oder Fernseher von Sony mit einer Nintendo Switch. Und dann können wir halt hier abends ganz gechillt halt ein bisschen Nintendo Switch zocken oder einfach mal einen richtig geilen Film gucken. Und das ist ziemlich geil, weil der ist an so einer fetten Wandhalterung angebracht. Das heißt, ich kann den auch zum Beispiel vorziehen und kann den dann auch so jetzt drehen. Also es geht noch ein Stück mehr, und dann können wir zum Beispiel auch aus dem Esszimmer, was wir jetzt nicht so im Regelfall machen, gucken. Oder halt auch aus der Küche, wenn man kocht. Und so ist ja halt die Idee, dass der halt einfach hängt, und ja, wir lassen es jetzt einfach mal so im Hängen. Und that's it. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich von dem Bereich hier unten. Ach genau, das kann ich noch sagen. Und zwar, wir haben hier in jedem Raum haben wir eine Heizung. Und zwar haben wir überall im ganzen Haus separat abgeriegelte Fußbodenheizung. Und das ist ziemlich nice. Aber wir gehen jetzt erstmal nach oben und schauen uns den Rest der Wohnung an, beziehungsweise den Rest des Hauses an. Denn wir haben jetzt hier die erste Etage im Grunde. Und hier haben wir den Flur, da brauche ich nicht viel zu sagen, das Gästezimmer. Und das Gästezimmer ist auch gleichzeitig das Büro von Nessie und das Büro von Noah, wenn er dann hier ist. Und hier kann er dann arbeiten. Das heißt, hier haben wir nochmal zwei Monitore aufgebaut. Hier sitzt die Nessie jetzt gerade und kann hier so ein bisschen den Stuff machen. Und dann hat man hier ein Bett, da können halt die Gäste dann schlafen. Jetzt unter anderem schläft gerade der Noah hier, der gerade auch am Film ist übrigens. Ich
denke, so großartig ist in diesem Raum gar nicht mehr so viel, außer dieser Schrank. Den habe ich aus Köln mitgenommen. Den habe ich mir damals mit dem Dustin zusammen für den Flur gekauft. Und ja, der wollte ihn nicht mehr haben, deswegen haben wir mitgenommen. Der ist leicht komponiert. Das werde ich noch fixen. Aber ja, jetzt tut er seinen Dienst hier, weil hier kann jeder Gast dann so ein bisschen seinen Stuff reinräumen. Und der Noah, der ist jetzt 2 Wochen hier und dann bietet sich das natürlich total an. So, gehen wir mal weiter. Und zwar in das Ankleidezimmer. Traum von jeder Frau. Nessie hat gesagt, sie würde sich oder wünscht sich ein Ankleidezimmer. Und das haben wir hier realisieren können. Das ist halt mega geil. Hier haben wir einen richtig großen Kleiderschrank. Den hat die Nessie sich schon in ihrer alten Wohnung gekauft gehabt. Den werden wir nochmal erweitern um einen Schrank. Das heißt, nochmal ein, so ein Doppelschrank kommt nochmal hier hin, damit ich auch Platz für meine Kleider habe. Weil der Rest ist nämlich alles von Nessie. So, dann haben wir hier einen Spiegel stehen. Der gehört hier eigentlich gar nicht rein. Das werde ich dann gleich noch sehen, wo der eigentlich hingehört. Ja, und natürlich Sam. hier so ein bisschen Deko, also im Grunde der Stuhl, der hier steht, ist eigentlich, ja, da kann man sich draufsetzen, ein bisschen chillen, aber eigentlich ist es eher Deko. Hier hat man noch einen, oder hier haben wir noch so einen hohen Schrank. Da kann man, oder hat Nessie ihren Schminkkram drin und so weiter und so fort und ein paar andere Sachen. Und die Katzen fighten wieder mit Sam. Und dann haben wir hier ein ja, Gästebadezimmer. Also hier hat der Noah sozusagen, also der jetzt gerade zu Gast ist, auch so sein eigenes Reich. Das heißt, er kann hier duschen gehen in einer vernünftigen Dusche, hat hier eine Toilette, einen richtig geilen Handtuchhalter. Und jetzt seht ihr auch, wo der Spiegel eigentlich hängen sollte. Eigentlich ein Spiegel und natürlich Waschbecken. Und hier seht ihr es, das ist Mr. Wack gerade. Das ist eigentlich hing hier mal ein Spiegel bis vor ein paar Tagen. Aber der ist abgefallen. Das heißt, die Klebestreifen haben das nicht mehr gehalten und dann ist der Spiegel runtergerutscht. Und jetzt müssen wir dieses ganze Zeug runter machen und den Spiegel wieder dranhängen. Das heißt, wir sind eigentlich immer noch ein bisschen auf einer Baustelle, aber wir wollten euch jetzt dieses Haus nicht mehr vorenthalten. Und ja, genau, deswegen. Naja, also, wir gehen nochmal eine Etage nach oben und da kommen wir jetzt zu dem Wohnbereich von Leslie und mir. Also sprich, die Gäste haben jetzt die Etage unten und wir haben jetzt diese Etage komplett für uns. Das heißt, wenn wir Besuch haben, haben wir hier unser eigenes Reich und keiner geht uns auf den Sack. So, und ich würde sagen, wir gehen jetzt allererstes ins Schlafzimmer rein. Ist ein sehr, sehr großer Raum, wie ihr seht. Was ein ziemliches Highlight ist, sind diese Glas, also beziehungsweise diese Fenster. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn wir tagsüber die Fenster offen haben, dann leuchtet halt das Licht natürlich in diesen Raum rein und geht dann durch diese Fenster in den Flur. Das heißt, es wirkt sehr, sehr groß und ist alles sehr hell hier oben. Und das ist halt mega cool. Dann haben wir hier überall Deckenstrahler drin. Ich muss sagen, dass ich nicht alle angeklemmt habe, weil mir persönlich waren das einfach viel zu viele. Deswegen habe ich die hier zwar reingebaut, aber ich habe sie abgeklemmt. Das heißt, hier leuchtet es nicht, das reicht uns auch vom Licht. Dann noch eine Besonderheit, und zwar haben wir hier so einen Dachausbau. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau heißt, da gibt es so eine spezielle Bezeichnung für. Das Schöne ist, dass hier aber dadurch wieder mehr Raum entsteht. Und wenn man die Fenster hoch hat, hat man eine unglaublich geile Aussicht, denn wir können hier ziemlich weit gucken. Leider kann ich es wieder nicht zeigen, oder können wir es nicht zeigen, weil sonst würde der ein oder andere wissen, wo wir wohnen und ja, ihr wisst Bescheid. Ja, unser großes Bett habe ich mir ja schon in Köln gekauft damals, mit zwei ja, halbwegs schönen oder sagen wir mal annehmbaren kleinen Schränkchen, die wir aber nochmal austauschen werden. Dann haben wir hier ein Bücherregal und meinen allerersten eigenen Flachbildfernseher, den ich mir damals gekauft habe, der lebt noch. Genau, Bücherregal mit Büchern und das ist halt so ein bisschen Deko-Stuff. Und hier in der Ecke ist dann nochmal so Stuff für, beziehungsweise Platz für Boxershorts, Socken und so weiter und so fort. Ja, und das war so das Schlafzimmer. Hier übrigens nochmal auch eine Info, da gehen wir jetzt aber nicht hoch. Hier ist ein richtig, richtig großer Dachboden drunter. Also da kann ich sogar stehen, weil das Dach halt sehr hoch ist noch. Und da haben wir halt mega viele Ablagemöglichkeiten für zum Beispiel Koffer oder irgendein Deko-Zeug und so weiter und so fort. Und dann haben wir hier das Badezimmer von Nessie und mir. Natürlich wieder eine richtig große Dusche. Total cool, da sind wir eigentlich mega happy drüber mit so einem, ich weiß nicht, Regenwald, Duschkopf, was weiß ich. Also da kann man halt, wird man komplett nass. Eskalation mit Wasser. Dann hier die Badewanne, finde ich auch ziemlich cool, weil die halt sehr groß ist, eine übergroße Badewanne, da passe ich auch rein. Ich bin 1,90 Meter groß und dementsprechend habe ich halt in meiner, oder in der letzten Wohnung, wo Badewanne drin war, nie eine Badewanne reingepasst. Aber gut. Und dann haben wir hier natürlich Toilette und noch einen Spiegelschrank. Und halt Waschbecken, nichts Besonderes, so ist es halt. Hier hinter der Tür haben wir noch so einen Heizraum, aber da brauchen wir jetzt nicht rein, das ist irgendwie uninteressant. Und jetzt, meine Freunde, begeben wir uns dahin, wo eigentlich jeder irgendwie mal reinschauen möchte, denn
Wir gehen jetzt in mein Studio. Und das Studio haben wir ja extra in den Keller gebaut, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das oben und das Dach baut, was erst die Idee war, dass es dann halt im Sommer sehr warm wird. Auch wenn das Haus gut isoliert ist, ist es einfach zu viel. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte mein Studio zukünftig immer im Keller haben. Und das haben wir hier gut realisieren können, weil wir haben nämlich einen ausgebauten Keller mit Heizkörpern und so weiter und so fort. Aber bevor wir in den Raum gehen, nochmal ganz kurz hier vorne, Ecke für die Tiere. Hier ist halt Futter für Sam, Trinken für Sam und für die Katzen. Noch ein Spiegel. That's it. Dann haben wir hier noch einen Raum, das ist halt unser Waschraum. Also hier haben wir die Waschmaschine und den Trockner stehen. Und ein Laufband. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es vielleicht schon gesehen hat, aber ich habe schon 7,5 Kilo abgenommen, seitdem ich hier in Frankfurt wohne. Ich ernähre mich besser, ich laufe wieder, ich gehe Fahrrad fahren und ich fühle mich hier einfach mega gut. Wir haben den alten Fernseher von Nessie an die Wand gehängt und beim Laufen kann man halt einfach ein bisschen Fernsehen gucken. Ansonsten da noch ganz viel Kabel, interessiert uns alles nicht. Und jetzt, meine Freunde, noch nicht, wir müssen noch hier rein. Und zwar ist das noch unsere Abstellkammer. Hier haben wir noch einen Kühlschrank, wenn wir zum Beispiel Gäste haben. Der ist jetzt komplett leer, weil wir jetzt am Wochenende ein Event hatten. Da waren ganz viele Getränke drin, die sind alle komplett weggegangen, aber das ist halt total cool. Hier unten haben wir noch ein großes Gefrierfach. Hier haben wir einen Schrank für ganz viel Technik. Hier sind Mikrofone drin, Kabel drin und so weiter und so fort. Dann haben wir auf der Seite Pfandflaschen. Und hier haben wir, ja gut, alles noch irgendwie nicht so ganz geordnet. Wie gesagt, wir sind jetzt erst eingezogen und da kommen halt so Getränke hin und so weiter und so fort. Bla bla bla. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir dann auch wirklich zum Studio, zum Herzstück sozusagen dieser Wohnung. Für mich persönlich. Und zwar kann ich hier halt meine Streams machen. Ihr seht es ja schon, das kennt ihr vielleicht auch aus Köln. Das ist ja die Wand, die ich mir selbst gebaut habe, mit so einer Arbeitsfläche. USB-Platten, alles schön verkleidet und neue Monitore dran gebaut. Mit den Softboxen, Mischpult, Mikrofon und so weiter und so fort. Da unten ist mein PC, der jetzt gerade verdeckt wird von diesem wunderschönen Mülleimer. Genau, also das ist ja auch ein Biest. Und ja, ansonsten haben wir jetzt hier das LED-Schild wieder ans Laufen gebracht, was halt sehr, sehr geil ist. Und ja, dann haben wir hier Fernseher, Playstation, also die Konsole, wo wir halt dann ganz gut chill zocken können. Hier noch eine Vitrine, so ein bisschen Deko mit der Playstation 1, Playstation 3, Super Nintendo und zwei Polaroid-Kameras. Und da haben wir die Couch und noch einen Airdrop, den wir halt, also vom Player Arnold Spellborn mit der goldenen AK, die ich mal von Ubisoft geschenkt bekommen habe, so ein bisschen als Deko im Hintergrund. Und das Geile ist einfach, dass man hier auf der Couch chillen kann und Playstation spielen kann. Dann stellen wir die Kamera im Grunde hier hin und kann halt im Grunde diesen Raum wirklich auch als Studio nutzen. Also das ist so grundsätzlich die Idee gewesen. Das ist mein Arbeitsplatz, wo ich halt streame, Videos mache und so weiter und so fort. Und wenn wir irgendwelche Live-Events haben und ich Freunde zu Besuch habe, kann man halt hier einfach das Stativ hinstellen. Das heißt, man verlängert einfach nur das Kabel, stellt das Stativ hier hin, die Kamera filmt hier rein, man sitzt mit seinen Friends auf der Couch, chillt ein bisschen, labert ein bisschen und zockt halt hier dann Playstation. Und das Ganze kann man auch wieder capturen vom PC oder auf dem PC und kann dann halt direkt streamen. Und das ist das Studio und da bin ich sehr glücklich drüber, wie gesagt. Und grundsätzlich bin ich über dieses ganze Haus glücklich. Eine Sache möchte ich nur sagen. Und zwar diese Bilder, da bin ich unglaublich glücklich drüber, die habe ich von meiner Freundin bekommen, zu meinem 28. Geburtstag. Und zwar sind das Bilder von einem Musikvideo oder aus einem Musikvideo von Rick and Morty. Ich bin ein absolut krasser Rick and Morty Fan und deswegen bin ich halt einfach mega happy, dass diese Bilder hier im Studio hängen und dass es einfach all in all passt. Und damit sind wir eigentlich durch mit dem Haus. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass euch die Roomtour gefallen hat. Das war alles ein One-Take, das heißt, wir sind komplett durchs Haus durchgerusht. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht sowas in Zukunft nochmal sehen wollt, wenn sich irgendwas hier in dem Haus verändert hat, dann droppt einfach gerne eine positive Bewertung. Das supportet mich als YouTuber und würde uns natürlich freuen, wenn wir Resonanz auf das Video bekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Freunde, haut rein. Ciao.